Wir haben die Aufgabe, historische Gebäude, Gleise, Archive, Monumente und Kunstwerke zu finden und zu schützen. Im Hollywood-Blockbuster Monuments Man geht es um Kunstschätze, die von den Nazis geraubt wurden. Eine US-Spezialeinheit soll diese ausfindig machen. Das Thema Zweiter Weltkrieg ist unerschöpflich, auch in Hollywood. Mittels Computeranimation kann heutzutage viel getrickst werden. Dennoch sind für einen solchen Film immer noch Massen von Komparsen und Fahrzeuge notwendig. Das ist Andreas Breuer. Der Pausauer hat einen Faible für Militärfahrzeuge. 3 Stück hat er inzwischen, unter anderem diesen Militärlaster der Marke GMC, Baujahr 1941. Ihm verdankt er sein Mitwirken bei der Hollywood-Produktion. Doch wie kamen die Filmleute auf ihn? Ein Bekannter von Andreas Breuer, ebenfalls Besitzer von Militärfahrzeugen, bietet diese im Internet für Filmproduktionen an. Andreas Breuer war letztes Jahr im Mai in Tschechien unterwegs, als der Anruf kam. Der Regisseur hat das Auto gesehen auf dieser Internetplattform und hätte nicht Lust, da mitzumachen. Da habe ich erstmal gefragt, was das für ein Film ist. Dann hat er mir gesagt, ja, das ist eine Hollywood-Produktion. Unter anderem George Clooney ist da mit dabei. Der Name George Clooney sagte dem Pausauer zu diesem Zeitpunkt wenig. Zeit zum Nachdenken hatte der 54-Jährige nicht. Er und sein Auto wurden sofort gebraucht. Ja, das soll am Sonntag losgehen. Ich sag's nächste Woche. Nö, jetzt am Wochenende. Das war samstags und ich war noch in Pilsen. Etwas im Zweifel lief er erstmal zu Hause an. Die Reaktion vor allen Dingen von den Frauen war dann irgendwo etwas überschwänglich, als der Name Clooney fiel. Clooney war für Andreas Breuer nicht unbedingt ausschlaggebend. Doch er sagte zu. So eine Chance kommt so schnell nicht wieder. Dann bin ich dann am nächsten Tag früh in Pilsen losgefahren um 5 und war dann irgendwann nachmittags um 5 im Harz, im Park Grund, an dem Drehort. Dort traf er auf alte Bekannte. Es war ja nicht das einzige Auto, was da gebraucht wurde. Es waren dann fast ein Dutzend verschiedenste Autos. War auch sehr interessant, das mal so richtig aus der Nähe zu sehen. Here we go. Hollywood war zufrieden mit ihm. Auto ist prima, Kerl hat funktioniert, hast gemacht, was du gesagt gekriegt hast. Nicht irgendwo große Eigeninitiativen entwickelt, das ist wie beim Militär, man muss ja das machen, was der Regisseur will. Es folgten Drehtage im Harz und auch in Berlin. Da wird ein Riesenaufwand getrieben, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man dann so einen Film im Fernsehen sieht oder im Kino. Da weiß man gar nicht, was da für Arbeit dahinter steckt. Das waren insgesamt 63 Drehtage mit dem unheimlichen Tross an Personal, an Equipment, Kameraleute, Tontechniker, Special Effects, alles was dazugehört. Bis zu 250 Mann in Uniform waren am Set. Bewaffnet bis an die Zähne, die sahen richtig original aus. Die sind dann meist mit Bussen durch die Gegend gefahren worden. Und die haben erzählt, dass ungefähr die vierfache Anzahl von Leuten sich beworben hat, um als Komparse damit zu tun. Für Andreas Breuer eine neue Welt. Nun schaut er sich solche Filme mit ganz anderen Augen an. Ja, man weiß, wie vieles gemacht wird. Man weiß auch, wie manches gefegt wird. Ja. Gerade was Kulissen angeht. Technik und Kulissen waren das eine. Doch wie war das bei den Hollywood-Stars? Wir waren natürlich ganz nah an den Schauspielern dran. Also Clooney und Matt Damon und Bill Murray, die standen ja, 1-2 Meter von uns weg. Das Einzige war, und das hat man uns gleich am Anfang gesagt, wir sollten nicht auf die aktiv zugehen und die jetzt ansprechen, weil wenn jeder Statist mit denen ein Gespräch anfängt, dann kommen die nicht mehr zum Arbeiten. Aber die haben auch mit uns geredet, also das war natürlich dann kein Problem. Wenn die von sich aus angefangen haben, war es kein Thema. Da gab es zu Hause sicher viele Neider, oder? Nö, eigentlich nicht. Es gab viele, die da fast gekreischt haben, als man den Namen gesagt hat. Viele haben es gar nicht geglaubt. Auch meine Kollegen, als ich denen das erzählt habe, die haben nur ungläubig geguckt und haben gesagt, okay, jetzt verkackert er uns. Wem war denn Andreas Breuer am sympathischsten? Bill Murray. Ja, warum? Das war eigentlich der offenste von denen. Da ist es sehr oft auch zu uns gegangen und hat mit uns auch geredet und hat auch mal beim Essen sich mit hingesetzt. Und der Bill Murray ist also ein ganz offener Charakter. Also richtig, überhaupt nicht eingebildet. Aber auch von dem Clooney kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass der snobbisch ist oder was. Das sind ganz normale Menschen. Am Set galt strenges Fotografierverbot. Ja, mit einer Kamera erwischt worden, ist es rausgeflogen. Das haben sie uns gleich am Anfang gesagt. Und das haben sie auch ein oder zweimal praktiziert, wo sie Leute dann Nachweise geschickt haben und gesagt, Jungs, so geht's nicht. Hier ging es nicht in erster Linie um die Stars, sondern um den Film insgesamt. Man möchte einfach vermeiden, dass nicht legales Filmmaterial im Web auftaucht. So hat Andreas Breuer auch kein Erinnerungsfoto. Nein, nein. Kein einziges Foto mit den Hauptdarstellern? Nö. Aber ich war ja dabei, ich brauche ja keins. Ja. Ich muss das niemandem beweisen.
Und wie sieht das mit der Gage aus? Das hat sich in dem Fall finanziell durchaus gelohnt, aber das ist die Ausnahme. Das ist halt auch eine Produktion, die sehr groß ist, wo entsprechende Mittel vorhanden sind. In der Regel ist es bei vielen Filmen so, dass sie da gar nichts bekommen oder maximal die Auslagenersatz bekommen. In Pausa und Umgebung ist Sergeant Bull natürlich bekannt. Schon vor dem Film. Mit diesen Fahrzeugen fällt man einfach auf. Also der Sympathiefaktor ist in der Regel 100, der Neidfaktor geht gegen 0. Das hängt wohl mit den hohen Spritkosten zusammen. Doch wie ist das nach dem Film? Ist er jetzt selbst ein Star? Keine Autogramme, keine Groupies, nichts dergleichen. Natürlich ist er stolz, dabei gewesen zu sein. Wie oft hat er sich den Film angesehen? Ich habe ihn schon 3-mal gesehen. Apropos, der LKW ist jetzt nicht so häufig im Film zu sehen. Ist man da enttäuscht? Eigentlich überhaupt nicht, weil wir von Anfang an gesagt bekommen haben und eigentlich gewusst haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber oder das Auto in dem Film sieht, relativ gering ist. Es wird ja ein mehrfaches an Material gedreht, was dann letztendlich in einem Schnitt dann zum Film zusammengefügt wird. Und damit war klar, dass wir nicht die Hauptdarsteller sind. Es gibt von mir selber 3 Szenen, wo ich mich wiedererkannt habe, wo ich weiß, aha, da war ich dabei. Sergeant Bull und sein LKW haben einen guten Eindruck bei der Filmproduktionsfirma aus Babelsberg hinterlassen, welche Regisseur George Clooney in Deutschland unterstützte. Die Leute kennen einen natürlich und wenn ähnliche Projekte anstehen, kann es durchaus sein, dass sie dann auf Leute zurückgreifen, mit denen sie positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es so war. Ein konkretes neues Projekt gibt es derzeit noch nicht. Aber mit Sicherheit wird der sympathische Pausar und sein GMC ganz oben im virtuellen Karteikasten verbleiben.